die haben alle eine Mütze auf. Jeder Einzelne von denen, die gibt keine Mütze auf. Und die Rivalen haben fast alle keine Mütze auf. Das ist doch wohl voll die falsche Welt. Das ist doch wohl voll die falsche Welt. Was wird denn den Kindern hier beigebracht? Dass es okay ist, innerhalb eines Gebäudes eine Mütze zu tragen? Und dass der Rivale der Böse ist, weil er es nicht macht? Das verstehe ich nicht. Also da muss ich ja deutlich widersprechen. Also da, nee. Ich finde, da gehört Intervention, Leute. Ich habe ein Bild von Briggs gesehen, wie er keine Mütze anhatte, aber das ist auch... Ja, und Ash. Ash ist aber auch nicht rot, ne? Also das sind ja andere Leute. Oder doch nicht, ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Ich glaube, da haben die sich selber so ein bisschen ein Bein gestellt und sind dann einfach in Pokémon Gold und Silber reingepurzelt, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das von vornherein so geplant war. Eigentlich dachte ich, man spielt so das die Serie nach und zack, in Rot und Blau und bums, was los? Hast du dann auf einmal eine Riesengeschichte dahinter und es ist so erfolgreich und die dann, ach, was Neues. Wie nennen wir den denn? Ah, Rot und Blau, läuft. Gute Idee. Und es hat ja auch irgendwie funktioniert, aber naja. Was ich gut finde, ist, dass Rot nie gesprochen hat, sondern dass er immer schweigen durfte. Aber Rot und Blau sind einfach auch keine coolen Namen. Zumindest wenn man die nicht, ich weiß, vielleicht ist es in Japan ja anders. Vielleicht hast du da ja die Möglichkeit, coolere Namen zu nehmen. Und ich weiß auch nicht, inwiefern das internalisiert ist. Weil manchmal, ich finde, wenn du das auf Deutsch übersetzt, das ist immer so ein bisschen trivial. Blau und Rot. Und ich meine, nimm doch hier französische Namen. Maddy überlegt gerade, was Blau und Rot auf Französisch heißt. Bleu et Rouge. Das wäre es doch. Da hätten wir Bock drauf. Das wäre cool. Oder nimm einfach die japanischen Namen. Ist auch in Ordnung. Geht. Ich glaube im Jahre 2000... Nee, damals ging das nicht, aber heutzutage kannst du es machen. Es wurde ja auch teilweise wie bekloppt da an den Namen rumgedoktert. Ist ja auch heutzutage bei Nintendo noch so. Hier Isabel und Melinda zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür. Das ist natürlich jetzt auch ein Grund, warum man die Switch auf Deutsch stellen sollte, wenn man Smash Bros. Spielt. Weil Melinda einfach ein viel besserer Name ist als Isabel. Zumindest wenn man... Weil Isabel ist so ein Name, den hört man schon. Man kennt einfach irgendwie jemanden, der so heißt. Und bei Isabel muss ich auch immer an diese eine aus dem Französischbuch denken. Hier, et boum, c'est le choc, adure ton père. Okay, heute ist Französisch, ne? Heute ist... Fou de Fafa, Anissa. Très bon. Nous chillons. Sogar also, wenn es verliert, ist mein Pokémon noch unschlagbar niedlich. Das ist jetzt ein Shilock, ne? Ist jetzt nicht so niedlich. Weiß ich, findet ihr Shilock niedlich? Ich finde nicht. Soll ja jeder wissen, ne? Jeder für sich selber entscheiden. Ob er Shilock niedlich findet, ist okay. Aber ich finde, der guckt auch so ein bisschen dreist. Gibt einfach Leute, die gucken frech. Und Shilock ist einer davon. Verstehe ich auch nicht. Es gibt Menschen, die haben einen richtig bösen Blick. Und ich kenne viele, die haben einen bösen Blick und die sind auch böse. Und das ist dann... Und dann kann auch hinterher keiner sagen, oh, wusste ich nicht. Oh, der hat mich betrogen. Nee, guck die Augen an. Das erzählt so viel über einen Menschen, das glaubt man kaum. Ist auch nur ein bisschen... Nee, ist nicht nur meine Theorie, haben ja viele Leute gesagt. Ich meine... Der Begriff Seelenspiegel für Augen hat sich ja sehr schnell etabliert. Findet man auch gerne mal in der Literatur des 17. Jahrhunderts und so weiter. Also das ist jetzt nicht unbedingt letzte Woche entstanden, diese Diagnose da. Das ist schon älter. Das gibt schon länger, dieses System und diese Überlegung dahinter. Naja, wo sind wir jetzt eigentlich hingedriftet mit dem... Gesprächsthema. Wenn du zwei Pokémon derselben Art mit identischem Level fängst, unterscheiden sie sich immer geringfügig in ihrem Potenzial. Wenn du sie fleißig trainierst, werden diese Unterschiede immer deutlicher. Das, Ponita. Sollen wir uns mal so ein Hengst hier mitnehmen? Bronita. Ich brauche unbedingt mal eine neue Capture Card und einen neuen Rechner. Ich brauche so viel alles. Ich brauche alles. Ich muss auch mal erstmal wieder Urlaub machen.
Und ich muss auch diese blöden Prüfungen alle hinter mich bringen. Masterarbeit schreiben und all das. Ja, ich muss. Ich habe jetzt eine 25 Seiten Seminararbeit in einer Woche hingeballert. Das ist inklusive Recherche und Lesen und was nicht alles. Ich will gar nicht wissen. Ich will die nicht nochmal Korrektur lesen. Ich will einfach nicht das nochmal drüber gucken, weil ich da wahrscheinlich depressiv werde. Ich könnte mir vorstellen, dass das sofort passiert. Aber eigentlich ist es ganz gut. Weil, ja, das Talent, das ich auch gut formulieren kann. Zumindest schriftlich. Ich weiß nicht, wie es im mündlichen Bereich aussieht, ne? Das versuche ich ja seit mehreren Jahren. Offenbar funktioniert es nicht so gut. Punita ist ein Feuerpferd. 1 Meter groß, 30 Kilo schwer. Das kann unglaublich hoch springen. Die Wucht der Landung absorbiert es mit seinen robusten Hufen und Beinen. Die Pokémon sind einfach alle gruselig. Komm, dich nehmen wir auch noch mit. Na, du fette Ente. Wolltest du mitmachen oder nicht? Ja, ich bin der Ente. Klagdongs. Ja. Enton wurde gefangen. Enton ist ein gutes Pokémon. Jeder liebt Enton. Ich meine, was gibt es denn an Enton auch so? Ich hätte gern 2x Enton. Die können sich dann gegenseitig, die können sich miteinander unterhalten. Und ich würde sogar genau wissen, wer von beiden recht hat. Genau. Jedes Mal. Die könnten mich nicht verarschen, die beiden. Das geht nicht. Das machen die nicht. Die können mich nicht natzen. Ich bin da auf jeden Fall. Tipps für Trainer. Beim Fangen von Pokémon solltest du stets in die Mitte des farbigen Rings zielen. Je kleiner dieser Ring ist, desto leichter wird es, einen guten Wurf oder einen großartigen Wurf zu erzielen, um das Pokémon zu fangen. Danke, dass du mir das erzählst. Auf Route 25.000. 4 Orden habe ich schon. Das ist gut. Sei ein Rebell! Sei ein Rebell! Bestell eine Thunfischpizza ohne Thunfisch. Und dann beschwer dich, wenn Zwiebeln drauf sind. Sei dieser Mensch. Sei dieser Mensch. Nee, sei dieser Mensch bitte einfach nicht. So. Ich finde übrigens, ich muss es nochmal sagen. Dieses eine Moin Moin mit Florentin hat mich einfach hinlänglich begeistert. Dieses Altersstadium kann sich mit anderen Arbeitnehmern identifizieren. Das ist einfach richtig. Das ist vollkommen korrekt. Und in diesem Stadium befinde ich mich wahrscheinlich schon seit 25 Jahren. Weißt du, so niemanden einfach stressen, so aus Witz. Ich glaube, ich war nie ein Arschloch. Das klingt jetzt komisch, ne? Aber ich habe einfach nie irgendwie mutwillig Dreck gemacht oder was auch immer. Das mache ich nicht. Oder irgendwas mutwillig kaputt oder was auch immer. Nee. Weil ich immer weiß, irgendjemand muss es dann wegwischen. Und pass auf. Der findet mich dann ja scheiße. Und das war, glaube ich, das große Problem dann. Wenn der mich dann doof findet, nur weil er da meinen Dreck wegmachen muss, weil ich irgendwo wieder Popcorn verschüttet habe oder was auch immer. Das geht mir nahe. Selbst wenn er mich nicht kennt. Oder ich ihn auch nicht. Oder beides. Nö. Meistens ist es beides. Aber selbst dann geht's mir nahe. Und das will ich einfach nicht. Und da habe ich einfach nochmal drüber nachgedacht. Ich fand das so schön. Vor allen Dingen, weil ich gerade so eine richtige Formalia-Rallye habe. Und es gibt einfach da bei so Ausstellungen von irgendwelchen Unterschriften, die man sammeln muss, gibt es Menschen, die sich einfach unfassbar wichtig halten. Für unfassbar wichtig halten. Oh Mann. Haben sie dies und jenes und welches? Nein. Es war einmal geil, wo ich nur eine Unterschrift hatte. Ich brauchte nur eine kleine Unterschrift. Und ich habe alles. Ich habe quasi einen Zettel fertiggestellt mit Informationen, die wichtig sind für diese Unterschrift. Und ich habe das sogar mit Leserführung und allem Blödsinn. Ich meine, ich kann sowas ja. Und dann gebe ich diesen Zettel ab und gesagt, ja komm, Stempel und Unterschrift, zack, bum, bonjour. Und weißt du, was mir gesagt wurde? Ja, kommen sie in 2 Wochen wieder. Ich dachte, was ist hier denn los? Oh, was ist hier los? Oh, entschuldige, wir wollen eingedüst. Ah, ich bin der Trainercoach. Willst du gegen mich kämpfen? Ja. Na schön, dann mal los. Dann habe ich gesagt, ich glaube, es war nur eine Woche. Aber selbst eine Woche war ein bisschen. Nee, das muss alles noch geprüft werden. Ja, ist okay. Ich meine, es muss ja alles seine Richtigkeit haben. Aber da habe ich auch gedacht, ja. Kannst du das nicht morgen fertig machen, Tante? Muss ich da wirklich jetzt eine Woche warten?
Ja, und so fühle ich mich gerade. Ganz zu schweigen davon, dass ich habe mit diesem ganzen Formalia Race frühzeitig angefangen. Eigentlich, ich kenne viele Leute, die fangen damit erst in einem Monat an. Die halte ich sowieso für bescheuert. Es tut mir leid, aber ist einfach so. Weil das bis dahin ja eh nicht klappt. Und da gibt es auch Leute, da finden noch alte Leistungsnachweise, die einfach vergessen haben einzutragen und die weigern sich jetzt einfach, mir das einzutragen. Warum? Können die sich nicht mit anderen Arbeitnehmern identifizieren? Mit so armen Mädels, die dann einfach nicht in den Schlaf kommen, weil irgendjemand meint, nee, ist nicht. Ja, das ist so die Problematik gerade. Das ist die große Problematik. Und so eine selbstgemachte Problematik. Ich meine, die Katzen guckt ja nebenbei nochmal The Walking Dead durch. Ich guck dann einfach immer so rüber über die Schulter und schau mir dann an. Und ich denke, boah, so ein bisschen gut haben die es ja, ne? Psychokinese, wer? Du! Gerne! Psi-Strahl, komm. Verwirrung ist mir keine 65 Angriffspunkte wert, das meine ich. Das mache ich nicht mit! Sandama, ja, hau rein. Nee, und dann, die haben einfach keine Fristen. Das ist egal, ob die... Ja, die müssen sich einfach nur gegenüber sich selbst verantworten, ob die jetzt noch weiter überleben wollen oder nicht. Die müssen nicht mit irgendwelchen Prüfungsämtern telefonieren. Und dann machen die einfach nicht mehr. Das ist vorbei. Ich meine, es ist ja schon scheiße, dass ja die komplette Organisationsstruktur von allem zusammengebrochen ist, aber ein bisschen lustig ist dann doch. Nicht, dass ich so in so einer Welt leben wollen würde, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ja, irgendwie fängst dann ja an zu spinnen und dann denkst du dir, ja, das wär's, das wär mal cool. Einfach mal so eine Woche. Aber das wäre dann doof, weil dann musst du ja wieder zurück und hast wieder eine Woche verpasst und dann musst du wieder überall hinterher telefonieren, ob du denn darfst. Und ich bin sogar noch so... einfach so Sachen, die nicht sein müssen. Es müssen so viele Dinge einfach nicht sein. Du kannst so viele Prozesse vereinfachen, verbessern, schneller machen. Ja, das geht. Und wer ist immer der Doofe? Ihr kennt das ja, ne? Kacke fällt von oben nach unten. Tja, du bist echt stark. Das sind so Dinge, die hast du erst bei der Bundeswehr gelernt. Oh, das hat einen Spaß gemacht. Dann kannst du bestimmt damit was anfangen. Schlagbohrer, Digga, was ist los bei dir? Schlagbohrer, das ist eine bohrende Attacke mit hoher Volltrefferquote. Oh ja. Ich weiß genau, wer das kriegt. So, wo ist er denn? Boden auch noch, Kinder. Ab geht's. Stärke 80, Genauigkeit 95. Das, mehr will ich nicht vom Leben. So, warte mal, was ist denn hier? Was kann ein Schaufler? Jetzt sehen wir, 80, 100. Ja, ich glaube den Doppelkick. Der Doppelkick? Hornattacke ist ja versatil, aber was bringt mir das denn? Ich meine, wie viel Attacke hat Hornattacke? 65. Doppelkick? Nee, also Doppelkick ist mir einfach ein bisschen zu doof. Da muss ich eben besser spielen. Wir haben jetzt keine Kampfattacke mehr im kompletten Team. Aber ist jetzt auch egal. Gibt doch Schlimmeres. Breaking News. Es gibt nichts Schlimmeres, als keine Kampfattacke im Team zu haben. Grüße gehen raus an den Boy. Ein wildes Dodo erscheint. Oh, das war doch wohl voll getroffen. Nee. Nein. Und jetzt nochmal. Komm. Bam. Direkt auf den Fellflocken da in der Mitte. Ist das eigentlich Fell oder sind das Federn? Haben die das jemals geklärt? Ich glaube, es ist Fell. So ein Vogel mit Fell ist einfach auch schon ein bisschen irritierend. Um mal das positive Wort zu verwenden. Irritierender Vogel. Da ist der nächste. Der swaggt hier so ein bisschen. Oh, oh. Ja, diese Super-Exemplare, vor allen Dingen die zu kleinen, die geben richtig Erfahrungspunkte. Das ist schon krass.
Bam! Fangserie, Digga. Ich bin übrigens immer noch angefasst, dass dieses eine Relaxo weggelaufen ist. Ich meine, warum denn? Das macht doch keinen Sinn. Wann? Welcher Mensch ist zu langsam, um hinter einem Relaxo herzulaufen? Aber vielleicht ist er einfach so ein geborener Sprinter. So, ein Galopper, das ist mir zu groß. Ich nehme mir nochmal das Duo mit. Hier ist auch so ein bisschen die Rennstrecke, ne? Ja, ist hier Galoppa, ist hier Dodo. Das ist alles so Pokémon, die super schnell sind. Ja! Ja! Multiplikator! Das ist ein schönes Wort. Das ist auch eins der schönsten Wörter der Welt, ne? Multiplikator ist. Weil das bedeutet immer, dass du mehr kriegst. Es sei denn, du hast da so einen Schuldenmultiplikator. Das ist natürlich... der ist natürlich da so ein bisschen belastend. Okay, apropos belastend. Wir machen jetzt aus.